Ein NAS im Heimnetzwerk ist eine praktische Sache. Man kann darauf eine Home-Automation laufen lassen, man kann Backups darauf laufen lassen, man kann es als Datengrab benutzen. Es hat Funktionen wie eine Multimedia-Station, dass ich also auf meinen Geräten im Heimnetz Musik und Videos und Bilder streamen kann. Also es hat eine Menge von Einsatzmöglichkeiten. Umso mehr man damit macht, umso mehr muss man sich aber auch die Frage stellen, wie sicher ist das Gerät. Es gab in den letzten Monaten und Jahren immer wieder mal Angriffe auf die Geräte, besonders von Ransomware-Trojanern, die die Daten verschlüsseln und dann Lösegeld von den Nutzern fordern. In diesem Video schauen wir uns an, was QNAP tut, um die Geräte sicher zu halten oder was die halt eben nicht tun. Gleich vorne weggeschickt, ich bin kein Sicherheitsexperte. Ich kann also nur die offensichtlichen Sachen jetzt hier in Anführungszeichen aufdecken oder mal aufzeigen. Ihr könnt das auch alles selbst beurteilen, was ich sage. Ich habe alles auf meinem Blog nochmal zusammengefasst und belegt, die Kritikpunkte, die ich jetzt hier anbringe. Also wenn ihr in den Kommentaren dann kritisieren wollt, dann vielleicht mal in den Blog oder so schauen, wenn ihr mal gemeint habt, was gefunden zu haben, was ich hier falsch dargestellt habe. Vielleicht wird das dann klarer, wenn ihr im Blog einfach mal nachlest. Hier will ich es jetzt nicht so ausführlich machen. Was befähigt mich jetzt trotzdem dazu, was zu sagen? Naja, ich habe 4 Jahre Erfahrung mit QNAP-Geräten. Ich habe mehrere QNAP-Geräte in Betreuung. 2 stehen neben mir. 1 davon wurde mir sogar von QNAP gestellt. Die anderen habe ich ja mehr oder weniger so die Oberhand drüber. Die betreue ich auch noch, habe ich eingerichtet und habe da so das ein oder andere miterlebt. Kommen wir mal zu meinem ersten Kritikpunkt. Und zwar laufen auf den QNAP-Kisten einfach zu viele Netzwerkdienste im Auslieferungszustand. Wenn es also einen Angriff auf so ein Gerät gibt, dann wird der Angreifer immer gucken, wie komme ich da rein. Und dazu schaut er sich einfach an, welche Dienste laufen denn da drauf, also welche Ports zum Beispiel sind offen und wie kann ich die am besten angreifen. Gibt es zum Beispiel eine bekannte Sicherheitslücke oder ist das Gerät nicht aktuell und ich kann da einfach durch eine Sicherheitslücke einsteigen. Diese Angriffsoberfläche kann ich ganz einfach minimieren, indem ich diese ganzen Netzwerkdienste abschalte. Dazu hatte ich auch mal ein separates Video gemacht, könnt ihr gerne mal in die Infokarte schauen. Da habe ich das beschrieben, dass man die abschalten sollte und nur die anlassen sollte, die man auch nutzt. Das Problem ist halt einfach, wenn die im Auslieferungszustand schon mal so daherkommen mit den geöffneten Ports, wenn die wenigsten Nutzer am Ende sich die Mühe machen, das alles zu deaktivieren. Ist auch meiner Meinung nach nicht die Aufgabe der Nutzer. Ich muss einfach erwarten, dass ein Gerät, was ich kriege, erstmal in einem sicheren Zustand ist und wenn ich eine Funktion anklicke in der Benutzeroberfläche, kann die immer noch aktiviert werden oder der Port immer noch aktiviert werden. Das muss nicht von Anfang an wirklich alles aktiv sein. Und das sage auch nicht nur ich, sondern in der QNAP Security FAQ steht genau das drin. Recommend that users disable services that they currently do not need to reduce the likelihood of being attacked. Ja, also warum liefert ihr es dann denn nicht gleich so aus, dass halt nichts aktiviert ist und man muss halt Beispiel, wenn man einen Ordner freigibt, erst dann wird der SMB-Port überhaupt mal freigegeben. Naja, okay, also das war jetzt der erste Punkt. Zu viele Netzwerkdienste sind von Anfang an freigegeben. Der nächste Punkt ist, dass die Firmware oft instabil ist. Auch das habe ich mir nicht ausgedacht. Im Jahr 2018 habe ich mal eine Zählung gemacht. Da wurden insgesamt 7 Firmwares zurückgezogen für mein Gerät. Diese Firmwares wurden zurückgezogen, ohne dass es eine Kommunikation dazu gab. Also es wurde nicht beschrieben, was das Problem war, warum die zurückgezogen wurden. Es gab keine Empfehlung für diejenigen, die Firmware schon drauf hatten. Und was ich dann halt in den Foren so rausstellte, war, dass die halt schon ziemliche Klopper an Fehlern drin hatten. Also ich hatte einmal den Fall, dass zum Beispiel die Lüfter nicht mehr angelaufen sind und die Festplatten überhitzt sind. Das heißt, meine persönliche Strategie und die viele andere auch, wenn man so mal in den Foren liest, ist einfach nicht gleich die neueste Firmware zu installieren und vielleicht ein paar Wochen zu warten, um zu sehen, ob die zurückgezogen wird, weil es ja keine offene Kommunikation von QNAP gibt und man muss halt also selber mit dem Problem umgehen. Das führt aber auch wieder dazu, dass man halt veraltete Software, wo vielleicht schon Sicherheitslücken bekannt sind, auf seinem Gerät laufen hat. Also eigentlich sollte man immer updaten und bei allen anderen Geräten mache ich das auch, nur eben bei meinem QNAP NAS nicht, weil ich dann nicht weiß, welche Überraschung in der neuen Firmware sich wieder versteckt. Ich habe auch so das Gefühl, das ist jetzt mein nächster Punkt, dass es bei QNAP keine Fehlerkultur gibt. Also das heißt, man macht einen Fehler, gesteht den ein und das nächste Mal macht man es besser. Also ich habe schon sehr viele und oft Tickets aufmachen müssen wegen irgendwelcher Probleme. Und es ist einfach unheimlich schwierig, da mal einen vernünftigen Supporter zu bekommen, der das Problem erkennt und auch entsprechend bearbeitet.
Oft werden irgendwelche Workarounds einfach präsentiert, die dann mal 2 Wochen halten und dann fällt einem das Ganze wieder auf die Schnauze. Ein Beispiel gefällig, ich habe seit April ein Ticket offen gehabt, das hat 4 Monate insgesamt gedauert, weil der Antivirus nicht abgedatet hat. Und ein Antivirus ist ja auch doch noch ein bisschen ein Sicherheitsfeature und der hatte einfach Probleme bei den Updates der Datenbank. Und da haben die wirklich 4 Monate und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, 3 Tickets gebraucht, bis sie den Fehler mal richtig angegangen haben. Vorher habe ich nur Workarounds bekommen, die aber das Problem nie so richtig behoben haben. Mehr Beispiele von dieser Herangehensweise und von dem nicht Fehler lösen wollen oder Fehler nicht nachhaltig lösen wollen, die könnt ihr gerne auf meinem Blogpost mal einsehen. Warum ist das jetzt sicherheitsrelevant? Naja, weil Sicherheit heißt ja auch Integrität der Systeme und ich hatte ja auch solche Späße wie meine Backup-Software funktioniert nicht richtig. Das wurde auch nie behoben. Und was ich dann halt auch festgestellt habe, wenn sich die Supporter einloggen, um euch Remote-Support über deren Tool zu geben, das Ding hatte übrigens auch eine schwere Sicherheitslücke, dann nutzen die nicht mal HTTPS. Selbst meine pufelige Webseite, die nun wirklich kaum Nutzerdaten verarbeitet und auch keine Cookies hat, die hat ein vernünftiges SSL-Zertifikat. Also ich weiß nicht, warum ein Hersteller wie QNAP das da nicht hinbekommt, die Daten entsprechend zu schützen. Der nächste Kritikpunkt, den ich anbringen möchte, ist, dass man keine vernünftige Information bekommt, wenn eine Sicherheitslücke entdeckt wurde oder wenn es einen Angriff auf QNAP-Geräte gab. So, ich lese euch jetzt einfach mal eine Liste vor, die ich mir mal so erdacht habe. Was möchte ich eigentlich wissen von QNAP oder von einem Hersteller insgesamt, wenn es ein Problem mit der Sicherheit auf den Geräten gibt? Also erstens möchte ich wissen, wie kommt der Angreifer auf das Gerät? Welche Sicherheitslücke wurde benutzt, damit das Gerät übernommen werden konnte? Das ist das Erste, was ich wissen müsste. Das Zweite ist, welche Software ist denn genau betroffen? Also setze ich die ein oder setze ich die vielleicht gar nicht ein und muss mir gar keine Gedanken machen? Dann will ich nicht nur wissen, welche Software, sondern natürlich auch die genaue Version, weil in der Regel wird ja gepatcht und dann gibt es halt den Patch mit dem Fix für diese Sicherheitslücke und auch da kann ich ja dann sehen, bin ich davon betroffen oder nicht. Noch ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch, wie kann ich denn überhaupt feststellen, dass ich von einer Attacke betroffen bin? Also kann ich irgendwelche Dateien im Filesystem sehen, die darauf hindeuten, dass mein Gerät gerade übernommen wird? Oder kann ich irgendein Tool starten, das mir sagt, wow, du wurdest hier gehackt, ich räume das mal für dich auf oder so? Und natürlich möchte ich wissen, was sind die Schritte, um dem Problem aus dem Weg zu gehen? Keine dieser Fragen wird meiner Meinung nach vernünftig beantwortet. Es gibt zwar Security Advisories von QNAP und ich lese euch jetzt mal beispielhaft einen Auszug für QSnatch. Also QSnatch ist ein Ransomware-Trojaner für QNAP-Geräte und da gab es dann auch eine Security Advisory von QNAP. Und behaltet mal die Frage im Kopf, also gerade so, welche Version ist betroffen und auf welche Version muss ich updaten, um aus der Nummer raus zu sein. Und wenn ich dann mal bei QNAP auf der Seite gucke, steht da folgendes. Update QTS to the latest available version, also auf die neuestmögliche Version updaten. Install and update malware remover to the latest version. Install and update security canceller to the latest version. Update your installed QTS applications to the latest versions if available in the App Center. Also auch schon der letzte Satz. If available in the App Center. Keine einzige Versionsnummer wird hier genannt. Und ich habe jetzt hier 4-mal gelesen latest version. Also ich habe im Deutschunterricht mal gelernt, man soll Wiederholungen vermeiden. Das ist scheinbar bei QNAP nicht der Fall. Also ich hätte genau die Versionsnummer gerne gewusst. Das, was hier empfohlen wird, ist ja generell empfehlenswert, das zu tun, immer auf der neuesten Version zu sein. Aber hat auch jetzt mit der konkreten QSnatch-Geschichte nichts zu tun. Deshalb ist das völlig nutzlos für mich. Auch alle anderen Fragen, die ich vorhin aufgeworfen habe, sind für mich nicht beantwortet worden. Dann mein nächster Kritikpunkt ist, es ist veraltete Software in Benutzung. Und daraufhin habe ich als Nutzer gar keinen Einfluss, weil diese Paketverwaltung halt in den Händen von QNAP ist. Der Linux-Kernel zum Beispiel, da habe ich die Version 4.2.8 drauf. Habe ich mal nachgeschaut, von wann der ist. Der kommt von 2015. Ich habe mein NAS Ende 2016 gekauft. Also zum Kaufzeitpunkt war das Ding schon veraltet. Nur mal zum Vergleich. 4.2.8 hat das QNAP-Gerät, mein Raspberry Pi, der hat 5.4.5.1. Ist aber nicht nur der Kernel, der betroffen ist, sondern auch zum Beispiel solche Sachen wie OpenVPN, was halt hier QVPN heißt, der Antivirus KlammerV ist veraltet, könnt ihr alles in meinem Blogpost genauer nachlesen, welche Versionen da zum Einsatz kommen. Ein weiteres großes Problem ist,
dass alle Anwendungen auf dem Gerät als Admin-Nutzer laufen. Ich habe mal versucht, das zu ändern, ich habe es aufgegeben irgendwann. Das Problem ist halt einfach, wenn ein Angriff erfolgt, dann sollte der vielleicht, wenn der eine Sicherheitslücke in irgendeinem Programm ist, nehmen wir mal die Music Station oder so, da wäre eine Sicherheitslücke drin und ein Angreifer könnte Kontrolle über den Prozess übernehmen, dann hat er sofort Admin-Rechte, weil das ganze Ding halt als Admin läuft. Also ja, Root würde man unter Linux sagen, aber die Rechte hat man da halt mit dem Benutzer. Ich hatte ja auch vorhin schon erwähnt, dass alle möglichen Ports von Anfang an offen sind. Das heißt, eine von den Anwendungen wird übernommen und der Angreifer hat gleich die höchsten Rechte auf dem Gerät und man hat im Grunde verloren. Wie vorhin ja schon angesprochen, hatte ich ja mal ein Video gemacht, wie man die Sicherheit erhöhen kann auf seinem NAS. Könnt ihr euch gerne auch anschauen. Und eine Empfehlung davon ist natürlich zu sagen, naja, ich mache mal die Zwei-Faktor-Authentifizierung an. Der Gimmick ist nur, man wird gezwungen, eine Art Backup-Frage oder eine Backup-Möglichkeit bereitzustellen, damit man diese Zwei-Faktor-Authentifizierung umgehen kann im Grunde. Die eine Möglichkeit ist eine Security-Question, so nach dem Motto, wie hieß dein erstes Haustier oder sowas. Ich finde das katastrophal, dass ich als Nutzer mir persönlich die Sicherheit erhöhen will, einen zweiten Faktor in Stellung bringe und muss dann quasi aber eine Möglichkeit angeben, diesen Faktor zu umgehen. Das geht mit dieser Security Question oder mit einer einfachen E-Mail-Adresse. Dann brauche ich auch keinen zweiten Faktor, wenn ich dann doch wieder mit sowas konfrontiert bin. So, am Ende jetzt nochmal eine Zusammenfassung der ganzen Punkte, die ich genannt habe. Wie gesagt, ihr habt den Blog, da könnt ihr die Details nachlesen. Wenn ihr Kritik an meiner Kritik wiederum habt, gerne in die Kommentare, aber bitte schaut vorher mal im Blog vorbei. Vielleicht habe ich mich jetzt gerade ein bisschen umständlich ausgedrückt. Also, mein Kritikpunkt Nummer 1. Viel zu viele Netzwerkdienste sind von Anfang an aktiviert und erhöhen so die Angriffsoberfläche. Die Firmware ist instabil, die Kommunikation von QNAP ist mangelhaft. Das führt dazu, dass man oft alte Firmware auf den Geräten hat, weil man schon ziemlich mutig sein muss, die Firmware von QNAP da direkt drauf zu installieren. Meiner Erfahrung nach zieht es QNAP auch vor, Workarounds zu basteln, statt Dinge nachhaltig zu lösen, was auch wieder die Sicherheit der Geräte langfristig einschränkt. Kommt es dann mal zum Angriff auf die Geräte, dann verpasst das QNAP seinen Nutzer vernünftig zu informieren und lässt einen mit dem Problem eigentlich alleine und im Regen stehen. Auf den QNAP-Kisten wird zudem veraltete Software eingesetzt. Sowohl der Kernel als auch die Softwarepakete, die darauf laufen, sind nicht auf dem neuesten Stand und könnten Sicherheitslücken beinhalten. Ein schwerwiegender Punkt ist auch noch, dass viele der Applikationen, die ich über das App Center installieren kann, als Admin, also als Privileged User rennen und ja, der Angreifer dann nur eine dieser Anwendungen übernehmen muss und hat schon Vollzugriff auf das ganze Gerät. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung finde ich auch ziemlich misslungen, denn ich muss zusätzlich noch eine Möglichkeit angeben, den zweiten Faktor zu umgehen. So, deshalb ist meine Schlussfolgerung, ich kann mein Gerät, das hier steht, so wie es ja ausgeliefert wurde zumindest und wie ich es jetzt auch betreibe, nicht wirklich als sicher einstufen. Deshalb steht das bei mir hinter einer Firewall und ist so gut es geht vom Internet getrennt. Ich freue mich natürlich auch jetzt über eure Meinung in den Kommentaren.